Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Vom Hotelier zum Pfarrer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. In 15 bis 20 Jahren werden allein in der Deutschschweiz rund 2/3 der amtierenden reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer pensioniert sein. Eine attraktive Perspektive also, weil einerseits gute Jobaussichten winken und man andererseits aber auch die Chance hat, einen Beitrag zu leisten zu einer Erneuerung der Kirche. Im zweiten Anlauf Pfarrer, das Thema diese Woche bei mir zu Gast, ist Jan Flütsch. Er absolviert zurzeit das abschliessende Jahr als Lernvikar in der reformierten Kirchengemeinde Flachtal. Im August tritt er dann seine erste Pfarrerstelle im thurgauischen Busnang an. Jan Flütsch ist geheiratet, Vater von 2 kleinen Kindern. Vor seinem Berufswechsel hat er als Hotelier gearbeitet. Grüezi, Herr Flütsch. Grüezi, Frau Steinmann. Herr Flütsch, vom Hotelier zum Pfarrer, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Sind Sie einfach eines Morgens verwacht und haben gewusst, ich will Pfarrer werden, jetzt? Ungefähr. Also, bevor ich die Matur gemacht habe, ist jetzt eine Weile her, dort hatte ich zwei Hauptideen, was ich werden könnte. Pfarrer war eine und Hotelier war die andere. Und man hat dann die Möglichkeit hatte, um die Berufe ein bisschen kennenzulernen, respektive die Ausbildungs- und Studienwege. Und dann bin ich auch gegangen, schauen. An der Uni Bern bin ich eine Schnuppervorlesung in der Theologie besuchen. Und an die Hotelfachschule bin ich schauen, wie das dort ist. Und habe mich dann entschieden, Pfarrer wäre sicher ein spannender Beruf, aber ich will Hotelier werden, weil dort ist nicht nur der Beruf spannend, sondern auch schon die Ausbildung dazu. Also heute so modern ökonomisch würde man sagen, der Pitch hat also quasi die Hotelfachschule gemacht. Die haben irgendwie sich attraktiver präsentiert in dem Schnuppertag wie Theologie. Das stimmt. Der Schnuppertag ist wirklich entscheidend. Und wenn man halt an einen Schnuppertag in eine Hotelfachschule geht, dann wird man auch entsprechend willkommen geheissen wie im Hotel. Man wird verpflegt. Grosse Geschütze aufgefallen. Ja, genau. Also das ist wirklich eine spannende Sache. Kann ich jedem empfehlen, der sich die Hotellerie überlegt. So ein Schnuppertag an einer Hotelfachschule macht Spass. Und der Schnuppertag an der theologischen Hochschule oder Uni kann ich auch empfehlen. Aber man muss halt überlegen, was erwartet einem da. Ein Studium an der Uni ist weniger Action als Hotelfach. Mittlerweile weiss ich aber, dass das genauso spannend kann sein. Wo Sie sich entschieden haben, an und dazu mal zu sagen, okay, jetzt gehe ich doch Richtung Hotellerie, ist das einfach quasi ja, weil das bietet mir im Augenblick mehr oder verspricht mehr, aber immer noch im Hinterkopf, das andere rennt man quasi nicht davon. Oder war es auch noch damals ein ziemlich klarer Entscheid für diesen Weg? Es ist, nachdem ich die Matur gemacht habe und mich angemeldet habe an der Hotelfachschule, war es ganz klar, das wird jetzt mein Beruf und auf das Ross setze ich. Und das ist auch so geblieben. Ich habe mich bis heute nicht irgendwie verabschiedet von der Hotellerie, definitiv. Also können Sie sich auch wieder quasi ein Comeback vorstellen? Irgendwann ist das möglich. Ausschliessen tue ich es auf jeden Fall nicht, weil die Hotellerie ist ein sehr schöner Beruf. Es hat sich jetzt einfach so ergeben, dass erstens ich schon vor vielen Jahren während der Hotelfachschule noch die Möglichkeit hatte, zum hobbymässig Theologie anfangen zu studieren. Und dort hat es mir den Ärmel reingezogen in das Fach, in Theologie. Und andererseits, ja, also es sind einfach beide sehr schöne Berufe. Und jetzt setze ich auf das Pferd Theologie, respektive Pfarramt. Dort sehe ich meine Zukunft. Aber das heisst nicht, dass in der Zukunft nicht mehr als nur etwas sein kann. Jetzt, wenn man so rumlässt im Gymi, dann wird man, oder dann nachher später auch fragt, junge Menschen, was ist dein Hobby? Dann kommt nicht im ersten Moment die Idee, ja, ich könnte mal Pfarrer werden. Oder mein Hobby ist, nebenbei studiere ich auch noch Theologie. Also wie, da fragt man natürlich, was ist Prägung in der Familie? Was spielt Religion für eine Rolle? Oder wie kommt man als junger Gymnasiast dazu, zu sagen,
ich will dann vielleicht Pfarrer werden. Haben Sie einen coolen Pfarrer gehabt bei euch daheim? Ja, mehrere Leute, die mich beeindruckt haben, positiv. Selber komme ich aus einer Lehrerfamilie. Das hat weit und breit keine Theologen in der Familie. Aber ich bin über Jahre halt in der CFI-Jungschar gesetzt davon. Und dort hat man da und dort mal Kontakt mit, einerseits mit Pfarrpersonen, andererseits aber auch einfach mit der Bibel. Und man geht dort ganz unverkrampft an die Bibel an und liest mal. Und wenn man halt gleichzeitig noch im Gymi ist und kritisch übt, mit Text umzugehen, dann kommen auch die Fragen, ja, wie muss ich jetzt diesen oder diesen Bibeltext verstehen? Und so ist der Gedanke schon relativ bald einmal gekommen, ja, man könnte dem auch berufsmässig oder eben studiumsmässig nachgehen, sich einfach mal ein bisschen intensiver mit der Bibel auseinandersetzen. Von dem her, der Gedanke, Pfarrer zu werden oder Theologe zu werden während der Gymi-Zeit, der ist nicht so abwegig. Also da gibt es noch viel gespässigere Studienfächer, die man da sich überlegt. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur so der erste Blick, weil wenn man so ein bisschen schaut, so das Ritual quasi vom jeden Sonntag in die Kirche gehen, wird weniger in vielen Familien. Die Tradition geht ein Stück weit verloren. Es sind vielleicht nur die grossen, bei vielen die grossen christlichen Feiertage, wo die Familie so in die Kirche geht, aber lange nicht mehr jeden Sonntag. Wie war das bei euch daheim? Ich bin selber nicht ein grosser Kirchgänger gewesen. Also weder damals, als ich noch in der Familie bei den Eltern gewohnt habe, noch später während der Hotelfachzeit, ist es sowieso ein bisschen schwierig mit den Arbeitszeiten, die nicht unbedingt kirchenkompatibel sind. Aber sie sagen das richtig. Die Gesellschaft entwickelt sich schon ein bisschen in die Richtung, dass man auch zu den grossen Festen in die Kirche geht. Also einerseits die grossen christlichen Feste, Ostern und Weihnachten, aber andererseits auch die grossen Anlässe, wo eher einen persönlichen Hintergrund haben, also Taufen oder Hochzeiten. Dort merken wir, dass da mehr Leute kommen als früher. Also früher hat man das Kind schnell zur Taufe gebracht und ist dann erledigt gewesen. Und heute ist das eher ein grosser Anlass, wo man Leute einladet, Gott, Götti sowieso, aber noch darüber raus. Die Leute gehen heutzutage, glaube ich, eher punktuell in einen Gottesdienst. Früher war es jeden Sonntag und selbstverständlich, dass jemand pro Haus oder jemand pro Familie ein Gottesdienst ist. Und heute ist es weniger das Regelmässige, sondern mehr das Punktuelle. Wie ist das jetzt für Sie, auch als zukünftiger Pfarrer, der natürlich dann jeden Sonntag in der Kirche eine Predigt hält, die auch vorbereitet und manchmal halt eher leere Bänke vor sich hat und dann andererseits wieder vielleicht viel, also überdurchschnittlich gefüllte Präsenz hat von den Leuten? Das kann man ja, also einerseits ist der Lauf der Zeit, andererseits kann man sagen, ist es auch ein bisschen Frust. Also wenn leere Kirchenbänke wären, dann wäre es ein Frust, ja. Was ich bis jetzt weiss über die Gemeinde, wo ich hinkomme, das gibt es dort nicht, also wirklich leere Kirchenbänke. Es sind nicht mehr so viele wie früher am normalen Sonntag. Das ist klar, weil früher war es obligatorisch. Man hat einfach gesellschaftlich müssen in den Gottesdienst. Und heute ist es eine freiwillige Sache. Die wollen, die kommen. Das heisst gleichzeitig, die kommen, die wollen auch wirklich. Von dem her, ich glaube nicht, dass da so ein grosser Frust jetzt auf mich wartet. Aber gut, natürlich. Die Challenge liegt in Ihrer Predigt, oder? Also, weil je nachdem, das weiss man so ein bisschen, vielleicht im Busnang, das gibt es jetzt nicht so eine grosse Auswahl, oder? Aber wenn man schaut, die Gemeinden, wo es mehrere Pfarrer hat, wo man die Auswahl hat, dann weiss man, in diese Predigt gehe ich lieber wie in eine andere. Ja, es gibt Leute, die schauen wirklich, wie wird predigt und entscheiden sich anhand von dem. Aber ich glaube, ganz wichtig ist es auch, wie ist man die Woche durch. Also hat man Kontakt zu den Leuten aus der Gemeinde unter der Woche, dann kommen sie auch eher in den Sonntagsgottesdienst. Also das gibt es manchmal den Effekt auch, dass ich Leute gehen besuchen, im Spital zum Beispiel. Es gibt dann oft einen Gegenbesuch. Dass jemand dann am Sonntag wieder kommt und sagt, mal, ich habe unter der Woche etwas erfahren von der Kirche, ist wieder einmal ein Grund, um am Sonntag auch wieder selber in die Kirche zu gehen. Wenn Sie jetzt so ein bisschen, die ganze Geschichte anschauen, ich habe das gesagt, also,
Obwohl Sie haben gesagt, es gibt verrücktere Studienrichtungen wie Theologie als junger Gymnasiast, ist eben Fakt, nicht nur in der reformierten Kirche, sondern auch bei der katholischen Landeskirche, ist jetzt Priester und Pfarrer eine gesuchte Berufsgattung. Wenn Sie jetzt denken, Sie hätten sich auch können, so auf den ersten Blick von außen gesehen, ein bisschen den einfacheren Weg wählen, nämlich es gibt ja mittlerweile eine Möglichkeit, als Quereinsteiger Pfarrer zu werden, zumindest bei den Reformierten. Jetzt könnte man sagen, der Weg von außen gesehen hätte man auch machen können, wäre ein bisschen einfacher gewesen wie ein Vollzeitstudium. Wieso haben Sie sich für diesen Weg entschieden? Also, wo der sogenannte Quereinsteiger-Studiengang entwickelt worden ist an der Uni Zürich, dort bin ich schon im Studium drin gewesen. Und darum hat es sich gar nicht ergeben, dass ich überhaupt wechsle. Außerdem ist der Quereinsteiger-Studiengang etwas für Leute, die schon ein Studium auf Master-Ebene abgeschlossen haben. Das war bei mir gar nicht der Fall gewesen, weil ich eine Hotelfachschule gemacht habe, also eine höhere Fachschule. Das ist nicht ganz gleich wie ein Masterstudium an einer Uni, weil es ist praxisorientiert und Masterstudium ist mehr theorieorientiert. Von dem her hat es sich für mich gar nicht ergeben. Und wie gesagt, nachdem ich angefangen habe, Theologie zu studieren, hat es mir so stark den Ärmel reingenommen. Also es war wirklich nicht nur ein Hobby gewesen, sondern eine Passion. Ich hätte gar nicht Lust gehabt, um das abzukürzen. Jetzt sagt man, also es klingt jetzt so voller Begeisterung, wenn Sie jetzt so zurückschauen. Bei vielen Studien muss man sich am Anfang so ein bisschen reinbeissen, oder? Das sagen die Mediziner, das sagen auch die Naturwissenschaftler. Gibt es vor allem auch Sparten, die einem nicht so liegen, wo man einfach durch muss. Wenn Sie jetzt an Ihre Anfänge zurückdenken, ist ja sicher nicht einfach alles nur lässig gewesen. Wo war die grosse Challenge gewesen? Wo die grosse Herausforderung? Die grosse Herausforderung für mich ist einerseits darin gelegen, dass ich eben noch geschafft habe nebenbei. Ich war meistens irgendwo in einem Praktikum, in einem Hotel da oder Restaurant dort und hätte nebenbei noch studieren sollen. Und das hat aber eine grosse Erleichterung gegeben. Ich bin nämlich an der Uni Genf im Fernstudium eingeschrieben. Und das sind ganz also erfahrene alles Leute. Alles auf Französisch? Ja, alles auf Französisch. Ja, das hat es auch nicht einfacher gemacht. Aber das hat insofern mir geholfen, weil die sind sich sehr gewohnt an Fernstudenten. Das heisst, die Assistenten dort und die Assistentinnen, die haben, sobald man einmal die Hausaufgabe nicht eingereicht hat, pünktlich, haben sich gerade informiert, also gerade nachgefragt, ja, kommt das nach oder gibt es Schwierigkeiten? Und das war einerseits sehr angenehm, andererseits natürlich klar der Druck, entweder liefert man die Hausaufgaben pünktlich ab und verpasst dann den Anschluss nie, oder man sollte vielleicht dann das Semester wieder aussetzen oder so. Also der Druck, der von außen kam, ist bei der Uni Genf, ist bei mir sehr hilfreich gewesen, um dranbleiben. Aber es hat natürlich Schwierigkeiten gegeben im Studium, zum Beispiel bei den Sprachen. Also so mit dem Altgriechisch habe ich mich schon manchmal ein bisschen schwer tun. Und das ist Pflicht? Also um das ist Pflicht. Das ist Pflicht? Ja. Für alle? Griechisch, Hebräisch und Latein, das ist eigentlich immer noch so die Sprache. Also sind Sie mit Latein aus dem Gymi gekommen oder das war auch Neuland gewesen? Ja, Latein hatte ich im Gymi schon gehabt. Das war noch gut gewesen, das hat kein Kopfzerbrechen mehr gebracht. Aber das Altgriechisch, das ist immer noch, finde ich, eine schwierige Sprache für mich. Und das Hebräisch, da hatte ich Glück gehabt, dass ich Neuhebräisch schon konnte, bevor ich dann im Studium Althebräisch lernen musste. Erzählen Sie uns, wie der Bündner schon Alt- oder Hebräisch hat können, bevor er ins Studium gewechselt ist. Das ist jetzt auch nicht etwas, ja, was so geläufig ist. Ja, das ist ein bisschen ein Zufall. Ich habe während der Hotelfachschule immer wieder Praktikum dürfen und müssen machen. Und ich habe mal mir vorgenommen, ich will einfach in den Nahen Osten, weil die Araber finde ich irgendwie spannend. Es ist dann aber so gekommen, dass ich in Jerusalem gelandet bin. Nicht ganz, also nicht, bei den Arabern. Nicht unbedingt bei den Arabern, ich war dann bei den Juden dort. Und mir ist gesagt worden im Voraus, ja, kannst sofort kommen auf Israel, bist willkommen, wenn du arbeiten willst. Lern einfach zuerst schnell Hebräisch und dann haben wir sicher eine Stelle. Und dann schnell bin ich dort Hebräisch? Runter. Also ja. Wie lange haben Sie sich gegeben beim schnell Hebräisch lernen? Also in schon die ersten 3 Monate in Israel war ich nur in der Sprachschule gewesen. Und es braucht schon ein bisschen Zeit. Das ist eine Sprache, die ist, wenn man sich nicht gewöhnt ist, die semitische Sprache, also recht anders als Schweizerdeutsch.
Der einzige Vorteil, den ich hatte, ist das starke «ch» und das betonte «r», das im Hebräischen halt auch vorkommt. Also zum Teil haben sie noch schnell mal gedacht, ich könnte die Sprache wirklich, einfach weil ich mit dem Schweizerdeutsch... Genau, das hilft. Ja. Aber es geht schon eine Weile, bis diese Sprache einigermaßen funktioniert. Und dann haben Sie nicht die Araber, dafür die Juden ein bisschen kennengelernt, die natürlich auch einen grossen Einfluss ja auf unsere Religion hat. Und sind wie heimgekommen? Also religiös? Ja. Oder wie? Ja, genau, ja, religiös. Mit was für Eindruck? Ich bin sehr beeindruckt von dieser Art, wie die Israelis leben miteinander. Es ist eine viel spontanere, direktere Art, als wir in der Schweiz pflegen. Das zeigt sich schon an der Sprache, die kennt gar keine Höflichkeitsformen. Die kennt einfach nur «ich will» und nicht «ich hätte gerne» oder so. Aber in dieser rauchen Sprache, rauch ist nicht ganz das richtige Wort, aber in dieser klaren, direkten Sprache drin, habe ich ein Volk kennengelernt, das sehr herzlich ist und sehr... ich habe mich immer willkommen gefühlt in dem Land. Auch wenn es manchmal viele Leute zu und her gegangen ist, die Leute viel direkter gesagt haben, wenn etwas nicht passt. Aber es ist ein Volk, das mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ich hatte schon früher mit Juden zu tun. Ich habe einmal in Amerika ein Auslandjahr gemacht. In einer jüdischen Familie bin ich dort auch schon gewesen. Und dann in Israel ist natürlich nicht nur... Also die Religion ist die gleiche, aber die Israelis sind nochmal ein eigenes Land. Und mir hat das sehr gut gefallen. Und ich bin heimgekommen nach dieser Zeit mit dem Wissen, ja, das Land würde ich vermissen. Und wie haben wir dann jetzt quasi die Sehnsucht in die Araber, die reizen mich oder die würden mich noch interessieren? Haben wir die mittlerweile auch gestillt oder ist das noch irgendetwas, das dann mal später noch kommt? Das ist sehr schwer zu sagen, was noch alles kommt in Zukunft. Ich habe seither auch mit vielen Arabern oder sagen wir mal Moslem allgemein zu tun gehabt. In Luzern habe ich lange gewohnt und die Hotelfachschule dort gemacht und nebenbei noch im Hotel ein Vize-Imam von Kriens kennengelernt, der hat mich dann ein bisschen reingenommen in den islamischen Gottesdienst in Luzern. Und von dem her ein bisschen etwas kennengelernt von den Arabern oder eben von den Moslems habe ich schon. Aber es ist jetzt einfach der Zufall oder das Schicksal hat mich mehr zu den Juden gebracht als zu den Arabern. Wenn man so, ich sage jetzt mal, Umsteiger, Quereinsteiger, zweite Berufswahl, jetzt gerade ins richtige Pfarrberuf anschauen, dann passen Sie eigentlich in kein Klischee. Sie sind kein Quereinsteiger. Sie sind aber auch nicht der Aussteiger, der sagt, der Manager, der mit 55, 60 findet, so, jetzt muss ich noch irgendetwas Spirituelles machen und wird jetzt Pfarrer, sondern Sie sind noch relativ jung. Also Sie hätten eigentlich auch noch in diesem Alter Karriere können weiterführen in der Gastronomie. Warum der Entscheid jetzt? Es war so, ich durfte 4 Jahre ein Hotel in Schaffhausen führen. Ich war Angestellter dort, verantwortlich für das Hotel. Und nachher habe ich dort die Stelle gekündigt und habe so gedacht, ja, jetzt könnte ich vielleicht das Studium noch fertig machen in der Theologie. Und eigentlich kaum habe ich gekündigt, hatte ich schon das erste Telefon von jemandem, der gesagt hat, hey, wir kennen uns doch gut, würdest du mich und meine Freundin trauen und gerade unser Kind auch noch taufen? Und ich habe aus dem Bauch heraus ja gesagt. Und die Jahre vorher war das einmal nicht der Fall. Ich habe immer gesagt, ich bin Gastronom, frage den Pfarrer, wenn er irgendwer taufen will oder wenn er euch trauen lassen will. Und nachdem ich eben in Schaffhausen in der Hotellerie aufgehört habe und zugesagt habe, jemanden zu trauen, habe ich dann müssen überlegen, ja, wieso habe ich jetzt zugesagt? Ist das vielleicht jetzt wirklich der Moment, wo ich reif bin? Reif ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber ist es jetzt der Moment, wo ich könnte einmal diese Berufsrichtung einschlagen könnte? Und habe dann mich entschieden dafür, mich anzumelden für die Ausbildung zum Pfarrer. Es sind dann auch zwei verschiedene Sachen. Das Studium ist das eine, aber man muss sich auch anmelden, wenn man Pfarrer werden will. Und bis jetzt habe ich immer noch die Meinung, das ist jetzt wirklich der Moment, jetzt möchte ich in Richtung Pfarrer gehen und auf diesem Beruf arbeiten. Wie hat Ihr Umfeld, also so ganz überraschend, wenn man jetzt so ein bisschen die Geschichte hört, ist es ja nicht, also die Verbundenheit und die Affinität ist ja schon früh da gewesen, aber gleich gesagt, oh, jetzt könnte der seinen Job und sagt, ich werde jetzt Pfarrer, jetzt, einfach so ohne
dort habe ich noch nicht gewusst, habe ich eine Stelle, funktioniert das? Ist auch eine Einkommensgeschichte natürlich. Wie hat man da reagiert? Also wenn Sie das Einkommen ansprechen, ja, ich bin von vielen Leuten gefragt worden, ja, wie macht ihr denn das? Weil der erste Gedanke von vielen ist immer, ja, finanziell ohne Einkommen, wie soll das gehen mit einer Familie? Und selbst war relativ einfach zu beantworten. Ich habe Ersparnis, jetzt nicht mehr, aber vor 2 Jahren hatte ich sie noch. Das hat gerade ermöglicht, dass ich eben eine Zeit nutzen kann, wo ich mich umbilde und weiterbilde. Von dem her, das ist einfach geklärt, die Frage, wie macht ihr das? Der Wechsel wirklich, der ist eigentlich nicht als überraschend wahrgenommen worden von meinem Umfeld. Eben, die haben mich schon kennt, schon als ich diese Stelle als Hotelier in Schaffhausen bekommen habe, respektive beim Vorstellungsgespräch haben wir schon über Theologie geredet. Ich mag mich erinnern, ich hatte zwei erfahrene Hotelier mir gegenüber, die mich interviewt haben. Und wir haben schon dort relativ viel über Theologie geredet. Also das ist damals als etwas Positives wahrgenommen worden, dass ich etwas mitbringe, das nicht jeder, der sich für eine Hotelierstelle bewirbt, mitbringt. Ja, von dem her, es war immer dabei gewesen. Jetzt merke ich wieder die andere Richtung, jetzt bewirbe ich mich oder jetzt ich mich auseinandersetzen mit Stellen als Pfarrer. Also jetzt habe ich mittlerweile eine gefunden, aber und da wird es wieder positiv wahrgenommen, dass ich eben auch schon etwas anderes habe, nämlich die Hotellerie. Also kommt der Praktiker und nicht so der Theoretiker jetzt an so einem Pfarrort. Jetzt ja. Kann man natürlich, man hört, oder? Sie kommen aus dem Bündnerland. Sie hat sein Unterland verschlagen. Die nächste Stelle, ich habe das eingangs gesagt, ist im Thurgau, in Busnam. Bewusst oder unbewusst im Unterland geblieben? Oder andersherum gefragt, hat sie sich nicht zurückgezogen ins Bündnerland? Oder hat es dort einfach keine Stelle gehabt? Oder wie war es dann überhaupt mit dieser Stellensuche? Also Stellen in Graubünden hatte es genug gehabt. Hat auch jetzt noch genug offene Stellen dort. Es hat sich so ergeben, dass ich angefragt worden bin von der Kirchgemeinde in Busnam, ob ich mal vorbeikommen, einmal die kennenlernen und vielleicht dann die Pfarrstelle, die vakant war, übernehmen. Und ich bin dann mit Frau und Kind dorthin. Es hat uns sehr gut gefallen beim ersten Eindruck und dann die Vorstellungsgespräche, die dann gefolgt sind, haben das bestätigt. Und dann konnte ich gerade zusagen auf die Stelle, die so wie ohne grosse Bewerbung zu mir gekommen ist. Also dann war eigentlich der Ort sekundär gewesen. Also dass es jetzt Thurgau ist zum Beispiel. Also ich habe eine Familie in Schaffhausen, meine Frau kommt aus Schaffhausen, von dem her ist das sehr gebig, dass Thurgau nicht so weit weg ist. Für mich war wichtig, dass es eine Gemeinde ist, die irgendwo lebt. Und wie spürt man, ob eine Gemeinde lebt, wenn Sie sagen, ich bin dort mal hergegangen, das Ganze anschauen, wie spürt man, ob eine Gemeinde lebt? In einem Gottesdienst merkt man, wie die Leute dabei sind, wie sie nachher auf einem zukommen. Und zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch, das ich dann hatte, war die Einleitung von der Kirchenstandspräsidentin. Ja, Herr Flütsch, wir haben alles in der Gemeinde, es gibt schon alles, das einzige Detail, das fehlt, wir haben keinen Pfarrer. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich wusste, das ist schon eine christliche Gemeinde, die versteht sich schon als eine Gemeinde, die ja, am Evangelium orientiert ist und nicht an irgendeiner Pfarrperson. Und dann kann ich kommen und wirklich meinen Beitrag leisten, das, was ich im Studium gelernt habe, irgendwo fruchtbar machen. Ich bin auch mit Gemeinden irgendwo in Kontakt gekommen, wo ich gedacht habe, ja, die wären auch froh, wenn ein Pfarrer käme, aber die haben dann das Gefühl, ja, der Pfarrer löst dann alle ihre Probleme und das ist weniger attraktiv halt. Das ist wie wenn ich ein Hotel übernehme, und das ist attraktiv, das ist bekannt und ich darf dort hergehen, meinen Beitrag leisten. Das ist sehr viel attraktiver, als wenn man es wo muss, die ganze Situation retten. Da kann man auch sagen, man tritt ein Stück weit in grosse Fußstapfen, weil offensichtlich ihre Vorgänger oder ihre Vorgängerin eine gute Arbeit geleistet hat, wenn sie so eine Gemeinde, ich sage jetzt mal, hinterlässt oder übergibt. Geht man da auch mit einem Stück weit Respekt daher? Ja, auf jeden Fall. Also Respekt ist, glaube ich, schon angebracht. Es geht nicht nur um meinen Vorgänger im Pfarramt, sondern eben die Gemeinde. Ich meine, eine Gemeinde ist ein bisschen vergleichbar mit einem Verein. Und ein Verein, der einfach über Jahrhunderte besteht,
das ist schon etwas, wo man ein bisschen Respekt davor haben darf. Und ich kenne jetzt meine Vorgänger in der zukünftigen Stelle mehrheitlich noch nicht persönlich, außer einen. Von dem her weiss ich nicht genau, was wer wie gemacht hat. Aber das sagen Sie wahrscheinlich richtig, da ist über längere Zeit gute Arbeit geleistet worden. Und das macht mich schon auch ein bisschen nervös. Also was ist denn meine Rolle, was kann denn ich noch beitragen? Und ja, wird ich dem gerecht, auch was an Erwartungen genommen ist. Wie eng ist jetzt das Korsett, wo Sie da drin hineinkommen? Also klar, ich meine, Sie haben es angesprochen, die Bibel, es gibt einen gewissen Ablauf von Gottesdienst, das ist irgendwie so ein bisschen vorgegeben. Und dann haben Sie Spielraum per se und Sie haben Spielraum, je nachdem, was für Erwartungen und an Sie herangetragen werden. Also wie eng ist jetzt das Korsett und wie fest können Sie jetzt da sagen, so, jetzt komme ich und das ist meine Vorstellung und so ist es jetzt. Also das Korsett ist nur in dem Sinn eng, dass die Vorgabe klar ist, das ist die Bibel. Also ich habe nichts anderes verkündigen als der auferstandene Christus. Also einfach quasi das, was in der Bibel steht. Ja, genau. Mhm. Einen anderen Auftrag habe ich nicht. Mhm. Von dem her, das ist die Enge vom Korsett. Sonst von den Rahmenbedingungen her, ich denke, als Pfarrer ist man wahrscheinlich, das sage ich jetzt ohne, dass ich grosse Erfahrung habe auf diesem Beruf, aber wahrscheinlich ist man relativ schnell in einer Routine drin. Es gibt da eine Sitzung, dort eine Unterrichtslektion, da irgendwie Aktivität im Seniorenbereich oder Jugendbereich, die einfach schon mal gesetzt sind. Also meine Agenda für 2019 hat schon einige Termine drin, die einfach schon klar sind. Aber das Korsett ist sicher so breit, dass ich mich noch irgendwo bewegen kann, dass ich sagen kann, das ist ein Schwerpunkt von meiner Arbeit oder das da sehe ich als Stärke oder als Bedarf von der Gemeinde. Ich hatte bis jetzt nicht den Eindruck gehabt, bei verschiedenen Kirchgemeinden, die ich schon reinschnuppern konnte, dass man wirklich bewusst in ein Korsett hineingedrängt wird. In so einer Gemeinde, Sie haben das schon angetönt, da hat es ganz verschiedene Bedürfnisse. Und wenn Sie natürlich so eine Pfarrstelle allein oder auch in Teilzeit mit jemandem teilen, da prallt alles ein bisschen bei Ihnen ab. Also Sie haben die Unterrichtsstunde, also die Jugendarbeit, dann haben Sie Seniorenarbeit, Sie taufen Kinder, Sie taufen Kinder, trauen, Sie taufen Leute bestatten. Und auf der anderen Seite, trotz dieser Sehnsucht nach der Spiritualität, laufen die Landeskirchen, sage ich einmal, die Leute ein Stück weit davon, in irgendwelche, sagen wir das in einem grossen Bereich, einfach mal Freikirchen oder in einem anderen Ort, wo sie sich besser aufgehoben fühlen. Wie machen Sie jetzt gerade, wenn wir Jugendarbeit anschauen, oder? Da geht es durch das klassische System durch, irgendwann wird man konfirmiert. Wie macht man das heute, den jungen Leuten, attraktiv? Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht teile ich auch Ihre Voraussetzungen nicht ganz also, mit der sie Wahrnehmung. Gut. Sie also haben, Fakt eben, ist, dass, die Leute, also dass ihr weniger Leute habt wie früher, das ist ein Fakt. Ja, die Mitgliederzahlen gehen zurück. Im Kanton Zürich auf jeden Fall. Thurgau sage ich das noch viel, viel weniger so, habe ich mir sagen lassen. Aber das ist klar, die Leute sind heute freiwillig dabei. Es ist keine Pflicht mehr, um irgendwo in einer Landeskirche Mitglied zu sein. Und Angebote gibt es auch mehr wie früher. Andere Angebote. Oder? Ja, genau. Mhm. Also, Sie haben vorher so ein bisschen am Rand Freikirchen erwähnt, wo Leute vielleicht dort hergehen. Das, glaube ich, ist nicht wirklich Konkurrenz für uns, weil die arbeiten am Gleichen. Also, die verkünden die gleiche Botschaft wie die Landeskirchen im grossen Ganzen. Wenn jemand jetzt sagt, er fühlt sich wohler in der Freikirche als in der Landeskirche, dann ist das Geschmackssache. Aber nicht so, dass sie jetzt da irgendein riesiges Problem dabei sehen. Was eher eine Herausforderung ist oder auch ein bisschen ein Problem, ist, dass die Leute vielleicht gar nicht mehr Interesse daran haben. Das ist eine grosse Entwicklung, dass Leute sagen, ja, mir ist das egal, ob es jetzt Gott gibt oder nicht, es geht mir gar nichts an. Und da sehe ich schon meine Aufgabe, um einfach die gute Botschaft auch bekannt zu machen. Es ist aus meiner Sicht nach wie vor eine relevante Botschaft, die die Kirche zu überbringen hat. Aber da, ja, das ist natürlich eine grosse Aufgabe. Es,
eine gute Botschaft vom auferstandenen Christus weitergeben, ist früher anstrengend gewesen und heute ist es genauso anstrengend. Es hat mal Zeiten gegeben, wo man eben die Leute gesellschaftlich hat können unter Druck setzen, dass sie in die Predigt kommen. Der ist jetzt vorbei, aber wegen dem geht die Kirche nicht unter. Wir sind schon fast am Schluss von unserer Sendung, Herr Flütsch. Und wenn Sie jetzt Ihren Werdegang bis dahin anschauen, es gibt viele Leute, die sich nach einer Veränderung sehnen, nach einer grossen Veränderung oder einer total anderen Richtung, aber den Mut dazu nicht haben. Was hat Ihnen geholfen, zum sagen, mal, jetzt gehe ich einen ganz anderen Weg? Ich habe immer das gemacht, was ich wollen habe. Und um das zu können, braucht es einfach ein Vertrauen ins Leben. Ein Stück in Gott vertrauen. Ja. Gott führt einem dorthin, wo er einen braucht. Das ist meine Hoffnung. Und das ist das, was ich auch dafür bete, dass Gott mich dorthin bringt, wo er mich einsetzen will. Und ich vertraue darauf, dass er das auch macht. Und das kann ich empfehlen jedem, der vor einer schwierigen Entscheidung steht, soll er sich oder soll sie sich neu orientieren. Da kann man einfach mal das vor Gott bringen und sagen, was steht bei mir an. Gut, und bei Ihnen steht als nächstes an Ihre Pfarrstelle in Bussnang in Thurgau. Für das wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie einen guten Start und gutes Wirken. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Danke Ihnen. Von der Hotelrezeption auf die Kirchenkanzel, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist konkret mit dem Jan Flütsch, ehemaliger Hotelier und angehender Pfarrer im thurgauischen Bussnang. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit den jüngsten Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch